Herzlich willkommen zu dem Vortrag nach der Mittagspause zu meinem neuen Buch Die Grenze. Wachstum wohin? Aber das Entscheidende bei diesem Buch ist der Untertitel, nämlich Kollektive Selbstzerstörung, eine Antwort an den Club of Rome. In den 35 Berichten des Club of Rome gab es keinen Bericht, der sich wirklich der aber heute schon angeklungenen Frage gewidmet hat, außer dass es in einigen frühen Berichten etwas angeklungen ist. Warum setzen Politik, Gesellschaft, warum setzt unsere Spezies diese frühen Warnungen des Club of Rome und viele anderer früher Warner, ich denke da an Herbert Kruhl, ein Planet wird geplündert, aber genauso auch an Professor Heinz Haber, der 1971, also ein Jahr vor dem Club of Rome, ein Buch veröffentlicht hat über den Selbstmord des Planeten Erde, über die Umweltzerstörung. Und diese Frage, warum setzen wir das nicht um, ist durchaus nicht nur oder eigentlich keine ökonomische Frage. Es ist noch nicht mal eine ökologische Frage, es ist eine tiefenpsychologische Frage. Wo sind sozusagen die kollektiven Blockaden, wo sind die kollektiven Abspaltungen, was wollen wir sozusagen nicht wirklich wahrnehmen und an uns heranlassen, dass wir all diese Mahnungen seit über 50 Jahren nicht wirklich realisieren, im Sinne, dass wir entsprechend schon seit 20, 30, 40 Jahren gemäß dieser Warnungen und Zukunftsszenarien handeln. Und das ist eine Frage, auf die ich eben in dem Vortrag eingehen werde, die sich unter anderem auch tiefenpsychologisch stellt. Ich bin von meiner Ausbildung her Studium Geschichte und Psychologie, man kann es zusammenfassen zu Psychohistorie, also psychologische Geschichtsbetrachtungen, bin ich dieser Frage in ziemlich vielen Vorträgen und Seminaren nachgegangen und habe diese Erfahrung, kann man auch sagen, jetzt aus 30, 40 Jahren in diesem Buch zusammengefasst mit dem Schwerpunkt kollektive Selbstzerstörung. Und Sie sehen auch eine Klammer um das ZER, man kann es auch anders da lesen, kollektive Selbststörung. Vergessen ist, dass wir in den 1990er Jahren eine Schülerstreikbewegung hatten. Damals hieß Greta nicht Greta, sondern sie hieß Franziska. Wer von Ihnen hätte gewusst, dass wir in den 90er Jahren hier, gerade auch in Mitteleuropa, Schweiz, Österreich ein bisschen weniger, Deutschland, eine Schülerbewegung für Weltfrieden und Abrüstung und die Gelder umzuwidmen in Naturschutzmaßnahmen hatten? Weiß so gut wie keiner. Oder wer von Ihnen hätte gewusst, dass die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte, die ja so oft zitiert wird, die auch oft genug missbraucht wird gegenüber anderen Staaten, dass diese Allgemeine Erklärung der Menschenrechte von 1948 nur dadurch verabschiedet wurde, weil 1948 Menschen wie Gary Davis, Albert Camus, André Breton, unterstützt von Albert Einstein, Albert Schweitzer, am 19. November, es jährt sich also, hat sich gejährt, am 19. November 1948 die UNO-Vollversammlung in Paris besetzt haben, unterbrochen haben und vor laufenden Wochenschaukameras die Abgeordneten aufgefordert haben, endlich diese allgemeine Erklärung der Menschenrechte zu verabschieden und nicht, wie es beabsichtigt war, ins nächste Jahr, also 1949, und immer weiter zu vertagen. Das hat dann dazu geführt, dass durch den Druck dieser Weltbürgerbewegung, wo am Schluss 20.000, 25.000 Menschen zusammenkamen, wo die UNO tagelang umstanden wurde von Demonstranten, sodass die Regierungsvertreter sozusagen durch den Hintereingang rein mussten, weil vorne einfach alles mit Menschenmenge zu war, dass erst das dazu geführt hat, dass wir heute so etwas wie diese internationale Erklärung der Menschenrechte haben. Und das ist eigentlich eine positive Botschaft, denn es bedeutet Bürger. Menschen können durch Bürgerinitiativen etwas in der Weltpolitik bewirken. Aber solche Dinge, die ich Ihnen gerade geschildert habe, die sind heutzutage, man sagt in a public mind, also im öffentlichen Bewusstsein, im öffentlichen Medienbewusstsein, so gut wie vergessen. In der Psychologie würde man das mit dem Begriff Memozid, Memo ist Gedächtnis, Zit, Verlust, Auslöschung, formulieren. Wir haben also für wichtige Dinge,
durch unsere Art der Massenmedienkultur, ich werde noch darauf eingehen, haben wir eine Auslöschung oder wie bei einer DVD, einer Disc, eine Überschreibung sozusagen auf gewisse Schichten kommen andere unterhaltsamere Schichten drüber gelagert und die verdrängen aus dem beschränkten Bewusstseinsbereich, verdrängen sie oftmals wichtigere Informationen und wichtigere Botschaften. Und es geht auch teilweise wieder darum, diese Schichten, die gewichtigere Informationen verdrängen, freizulegen, damit wir zu Handlungen kommen, die jenseits unserer Massenmediengesellschaft, jenseits unserer Talkshow-Gesellschaft tatsächlich zu ökologischen Veränderungen führen. Ich bin sehr froh, wenn nicht noch mehr Menschen durchs Bild laufen. Ich will Ihnen am Anfang etwas demonstrieren, wie man positiv, sehr professionell, ein Thema, das hier schon mehrfach angeklungen ist, sozusagen rüberbringen kann ins Publikum. Und dann würde ich jetzt bitten, dieses Kurzvideo von 3-4 Minuten zu starten. Called exponential doubling, and it is a bitch. So, how far along are we? Bartlett gives the example of a beaker. A single bacterium in it, one that divides and doubles every minute. If you place the first bacterium into the beaker at 11 o'clock, and it's completely full by 12, at what time is the beaker still only half full? 11:59. That's what time it is for us. In 40 years, 32 billion people will fight to survive. We'll fail. We're a minute from midnight. Every single global ill that plagues the earth can be traced back to human overpopulation. But serious birth control measures, they don't stand a chance. Outrageous violation of my rights, invasion of my privacy. Don't tell me what to do. And still, we keep attacking our own environment. We clear cut. We dump. We consume. We destroy. Half the animal variants on Earth have vanished. In the past 40 years, they're done, finished, not coming back. Still, we keep going. There have been 5 major extinctions in the Earth's history. Unless we take bold, immediate action, our 6th extinction will be our own. Action. The 6th extinction will be our own. There's a switch. If you throw it, half the people on Earth will die. But if you don't, the human race will be extinct in 100 years. What will you do? Mein Name ist Stefan Möckel-Stadl. Präsidiumsmitglied der Weltbürgerstiftung in New York, Buchautor und hauptsächlich tätig im Bereich Bewusstseinsforschung und auch NGO-Aktivitäten zu verändern. Was Sie gesehen haben, einige von Ihnen, gerade wer sich wissenschaftlich beschäftigt, weiß, dass das erste Video eine sogenannte TED-Konferenz war. Also diese TED-Konferenzen finden gerade in der Global Scientific Community, also in der wissenschaftlichen Gemeinde, ist das seit vielen Jahren sozusagen Standard, um relativ kurz, knapp Informationen, Beiträge, Diskussionsbeiträge, Diskursbeiträge rüber zu bringen. Jetzt bräuchte ich eine Rückkehr auf die Webseite. Ja, und zwar brauche ich diese Seite hier.
Stefan, auch du musst aus dem Beamer rausgehen. Danke. Okay, merci. Der Club of Rome, kann man sagen, ist nicht nur eine, sondern wahrscheinlich sogar die gewichtigste Institution, die immer wieder anmahnt, dass die Menschheit gemeinsame, globale Probleme hat. Und schon von den frühen Tagen mit der Gründergeneration Aurelio Peccei, Alexander King, das waren so die ersten Präsidenten, Gründungsmitglieder des Club of Rome, auch immer wieder damit verbunden mit einem Aufruf, einem Appell, dass wir als Menschheit zusammenkommen, dass wir sozusagen eine gemeinsame Handlungsbasis finden, denn für globale Probleme brauchen wir letztendlich auch globale Strategien. Wir brauchen überhaupt erst einmal so etwas wie eine Menschheitsorganisation letztendlich, um am Ende diese globale Krise bewältigen zu können. Wir können es auch versuchen, natürlich in unserem internationalen Staatensystem zu tun. Wir merken ja auch, wie gut das bislang funktioniert. Und man könnte, wenn man sozusagen aus der Sicht der Bewusstseinsforscher, wenn man sich mit solchen Menschen unterhält oder mit Menschen wie Professor Lovelock, welcher die Gaia-Hypothese unter anderem kreiert hat, dann kann man natürlich diese globale Krise auch anschauen als eine Art, asiatisch gesprochen, Koan, Zen Koan. Koan ist ein Rätsel in Buddhismus, und dieses Rätsel oder diese Herausforderung, man könnte auch sagen, diese harte Nuss, die da zu knacken ist, die dient jetzt nicht unbedingt dazu, dass man super rational das lösen könnte. Oftmals ist die Situation oder das Koan, das Rätsel, so konstruiert, dass es gar keine simple Antwort darauf gibt. Ja, dass sozusagen eine simple Antwort auch gar nicht unbedingt das tiefere Ziel eines Koans ist, sondern ein Koan dient dazu, im wahrsten Sinne des Wortes, dass man sich seinen Kopf zerbricht, dass man Resources aktiviert, mentale Ressourcen, menschliche, menschheitliche Ressourcen, und sozusagen das individuelle wie aber auch das kollektive Bewusstsein auf einem höheren Level hebt. Im Zen-Buddhismus würde man das jetzt nennen sozusagen Satori-Erlebnis, letztendlich ein Kensho-Erlebnis, was ziemlich unpassend mit Erleuchtung übersetzt wird. Besser wäre noch die Übersetzung des Wortes Erwachen. Oder wie es Albert Einstein formulierte in den 50er Jahren, wir nutzen nur 10-15% unseres menschlichen Gehirns, unserer menschlichen Kapazität. Damit meinte er jetzt nicht quantitativ, dass wir nur 10-15% unseres Gehirns nutzen, sondern er meinte es qualitativ. Und er sagte, mit denselben alten Strukturen, die die Probleme verursacht haben, können wir die Probleme letztendlich so auch gar nicht mehr lösen. Denn diese Problematik, die globale Krise, die globale Überlebenskrise, ist ja eine Problematik, die letztendlich auch nach neuen Strukturen ruft, nach neuen Denkstrukturen, aber auch nach neuen sozialen Strukturen, nach neuen kosmopolitischen Strukturen. Und wir haben ja im letzten Jahrhundert Ansätze davon gesehen, nämlich mit der Gründung zweier Weltorganisationen, was eine Neuheit war in der Geschichte dieser Spezies. Die Gründung des Völkerbundes und die Gründung der Vereinten Nationen. Beide Weltorganisationen sind erst nach großen Katastrophen gegründet worden. Der Völkerbund nach dem Ersten Weltkrieg und die Vereinten Nationen nach dem Zweiten Weltkrieg. Das bedeutet, dass wahrscheinlich für die Bewusstseinsentwicklung unserer Spezies es so erscheint, als wäre es durchaus notwendig, erst eine Krise, eine Katastrophe zu haben, Teilzusammenbrüche, Umbrüche zu haben, dass wir einen weiteren sozusagen Entwicklungsschritt vollziehen. Wenn man sich bewegt in der Gemeinde sozusagen der Bewusstseinsforscher oder auch derjenigen Historiker, die unter tiefenpsychologischen Gesichtspunkten die Geschichte betrachten, dann kommt man sehr leicht auch zu der Diskussion, dass diese globale Krise notwendig ist, um überhaupt sozusagen zu begreifen, dass wir eine Spezies sind. Wir benutzen leichtfertig Worte tagtäglich in den Massenmedien, fällt uns gar nicht mehr auf. Wir benutzen das Wort Menschheit.
Wir sprechen, ja, die Menschheit muss das und das tun, die Menschheitsgeschichte. Meine Damen und Herren, wir haben noch gar keine Menschheit. Was wir haben, sind etwa Pi mal Daumen 200 gegeneinander ankonkurrierende Nationalstaaten. Sie konkurrieren wirtschaftlich gegeneinander an, aber sie führen durchaus auch heiße Kriege, wie man gerade sieht, gegeneinander. Wenn man so will, ist eine potenzielle Einheit, die Menschheit, gesplittet. In der Medizin würde man das ein Split-Brain-Phänomen nennen, also eine Bewusstseinsspaltung. Korrekte psychologische Name wäre eine Schizophrenie. Das heißt, man kann durchaus zu der Frage kommen, wenn man das Ganze, die globale Krise unter tiefen psychologischen, psychiatrischen Gründen sich anschaut und diskutieren will, haben wir es hier nicht mit schizoiden Tendenzen zu tun? Und wer sich in dem Bereich ein bisschen auskennt, weiß, bei schizoiden Tendenzen ist ganz eng damit verbunden, sozusagen als eine Folgekonsequenz davon, auch paranoide Tendenzen, also Verfolgungswahn, Ängste, auch realistische, aber gerade auch unrealistische Ängste. Ich gestalte meine Vorträge so, dass ich die seit ungefähr einem Jahr über eine Webseite mache, weil ich dann individuell je nach Publikum zugreifen kann, welches Thema, welches Bild ich anspreche. Bei dieser psychohistorischen Geschichtsbetrachtung, also psychologisch-analytischen Geschichtsbetrachtung, wo wir dann zwangsläufig eben auf solche Phänomene zu sprechen kommen müssen, wie schizoide Tendenzen innerhalb einer Spezies, paranoide Tendenzen innerhalb einer Spezies, die durchaus weltpolitische Konsequenzen auch haben. Lassen Sie mich ein kleines Beispiel bringen, was ich auch in dem Buch verfasst habe, allerdings im Januar, noch bevor es in der Ukraine ein heißer Krieg wurde, bin ich darauf eingegangen, schauen Sie sich dieses Gebiet, das wir heute als Russland bezeichnen, an. Dann können Sie sehen, dass Russland mehrfach ein kollektives Traumata erlebt hat. Und in der systemischen Familientherapie wissen wir zum Beispiel innerhalb von Familiensystemen, dass Traumata sich weiter vererben können. Das wäre der Begriff, den Sie googeln können, transgenerationale Vererbung. Und in dieser transgenerationalen Vererbung, also eine Vererbung von Problematiken, die durch die Generationen hindurchgeht, in dieser transgenerationalen Vererbung vererben sich eben auch innerhalb von Familiensystemen Traumata. Aber das kann durchaus eben nicht nur bei kleinen oder größeren Familien oder Clan-Gruppen sein, sondern das betrifft auch größere kollektive Einheiten. Und wenn wir jetzt nur mal als Beispiel Russland nehmen, dann haben die meisten von Ihnen sicherlich in Erinnerung, dass Russland Unternehmen Barbarossa von Hitler-Deutschland angegriffen wurde. Aber das sozusagen ist nur ein kleiner Teil der wirklichen Traumata-Geschichte. Russland wurde auch angegriffen von Napoleon. Und das war nicht nur eine französische Armee. Napoleon war sehr geschickt. Er hat nämlich die deutsche Rheinbundarmee, die Preußen. Er hat überall in Europa Truppen eingesammelt. Und man kann davon sprechen, dass Russland von einer europäischen Kontinentalarmee unter Anführung Napoleons der Franzosen angegriffen wurde. Jetzt gehen wir noch ein Stück weiter in die Geschichte zurück, was auch kaum noch bekannt ist. Denken Sie an das Stichwort Memozid. Auch die Schweden unter Karl XV. Sind in Russland einst einmarschiert. Ebenso die Polen, welche eine Zeit lang Moskau besetzt und geplündert hatten, bevor eine Landwehr aus dem ganzen Land, aus den Tiefen des Landes kam und sie dann aus Moskau wieder hinaus verdrängt hat und danach in Folge den Zaren gewählt wurde. Also das Zarentum damals wurde nach der Krise mit der Besatzung durch die Polen, war es sozusagen am Anfang ein Wahlzarentum. Und wenn wir jetzt noch ein Stück weiter zurückgehen, haben wir natürlich dann den Einfall der Mongolen. Und Sie können also sehen, von verschiedenen Zeiten hat dieses Land eine Besetzung, Krieg, Plünderung erlebt und das hat Spuren hinterlassen. Sozusagen in der seelischen Landschaft, in der russischen Seele, der russischen Volksseele. Und diese Spuren
führen ganz natürlich dazu, dass natürlich hier eine gewisse Befindlichkeit, man könnte fast schon sagen, vielleicht auch etwas Paranoides im Spiel ist. Allerdings etwas, was nicht fantasiehaft paranoide ist, sondern was sozusagen faktisch basiert auf historischen Tatsachen, auf historischen Traumata. Und dann können Sie besser nachvollziehen, wenn Sie so etwas im Bewusstsein haben, und das ist natürlich jetzt ein bisschen komplexer, komplizierter wie normale Denker. Sie sehen, ich habe hier ein 3D-Schachbrett auf der Seite aufgebaut. Normalerweise bewegt sich unsere Gedankenarbeit auf der obersten Ebene. Dort finden die Züge, die Gedankenspiele statt. Leben ist allerdings ein ganzes Stück weit komplexer, komplizierter. Das heißt, in der Regel, das nennt man dann Unterbewusstsein, wissen wir nicht sozusagen, was spielt denn unser Unterbewusstsein gerade für eine Rolle, auch wenn es immer wieder Psychoanalyse mit unserem Oberflächenbewusstsein interagiert. Schauen Sie sich die Vorteile von Komplexität an. Ein Grashalm ist relativ einfach strukturiert. Grüne Farbe, eine bestimmte Form. Eine Orchidee, eine Duftrose, wenn Sie sich das wissenschaftlich, biologisch anschauen, die ist schon wesentlich komplexer strukturiert. Und durch die Zunahme von Komplexität kommt zum Beispiel so etwas wie mehr Farbe, kommt zum Beispiel so etwas in der Evolution wie Duftentwicklung. Das heißt, Komplexität, wo viele sagen, oh Gott, wird zu viel für mich und so. Komplexität ist etwas, was in, und Zunahme von Komplexität ist etwas, was eigentlich in der Evolution veranlagt ist und sozusagen was auch sinnvoll ist und was man auch genießen kann. Man kann durchaus eine Orchidee oder eine Duftrose genießen. Und daher ist es gefährlich, gerade in der Politik, wenn wir anfangen, zu stark zu vereinfachen. Oder wir kommen in einen Bereich hinein, das ist nicht im ganzen Zufall, dass der Buchtitel Die Grenze lautet. Wenn Sie das ins Englische übersetzen, ein anderes Wort für Grenze wäre zum Beispiel Border. Aber wenn wir jetzt einen Schritt weiter in die psychologischen Wissenschaften hineingehen, dann haben wir einen Begriff, der auch mit Border zu tun hat. Und dieser Begriff nennt sich Borderline. Borderline-Erkrankung. Können Sie googeln, Wikipedia etc. Oder Sie können zum Beispiel dieses Buch kaufen und lesen. In dem Begriff Borderline steckt das drin, dass wir extreme Grenzziehungen vornehmen aus Unsicherheit. Das heißt, Ich-Schwäche führt unter anderem dazu, dass wir sozusagen extreme Grenzziehungen vornehmen müssen und in ein sogenanntes Schwarz-Weiß-Denken kommen. Also wenn Sie einen Psychologen fragen, was ist denn so ein Kennzeichen von Borderline-Erkrankung, wird er Ihnen sicherlich unter den ersten 5 Kennzeichen nennen. Das sind Leute, die absolut so schwarz-weiß denken, die können fast schon gar nicht anders. Logischerweise weiß ist man immer selber, also seine eigene Kleingruppe. Schwarz, in dem Fall böse, sind natürlich immer die anderen. Das ist ein bisschen wie beim Schachspiel. Haben Sie auch eine schwarze Partie und eine weiße Partie. Oder Sie können es auch ein bisschen deutlicher machen mit dem Schwarz-Weiß-Denken. Ich habe ein schwarzes Hemd an, weißes Jackett, stringent getrennt. Gefährlich wird dieses Schwarz-Weiß-Denken in dem Moment, wo es in den politischen Raum hineingreift. Das heißt sozusagen, wenn der Gegner, der Gegenspieler, der Kontrahent immer prinzipiell dämonisiert, verteufelt wird, schwarz und ich selbstverständlich nur gut, nur weiß gekleidet und harmlos bin, dann sind Sie sozusagen im politischen Feld genau in dem, was man in der Psychologie eine Borderline-Erkrankung nennt. Übertriebenermaßen, denn es gibt nichts, was nur gut wäre, aber es gibt auch nichts, was nur böse ist. Ja? Da sind ungeheure dynamische Interaktionsformen drin. Und wenn Sie sich anschauen, in der Weltpolitik, nehmen wir ein anderes Beispiel, der Überfall der USA auf den Irak, obwohl der Sicherheitsrat ein Veto durch Frankreich eingelegt hat, auch damals die Deutschen sich dagegen entschieden haben und der UNO-Generalsekretär Kofi Annan gesagt hat, das ist ein klarer Bruch des Völkerrechts, ist George W. Bush, John Kerry und das ganze US-Establishment trotzdem in den Irak einmarschiert, um dort das Böse sozusagen zu bekämpfen. Jetzt ist es so, dass Saddam Hussein und sein Regime gewiss keine Guten sind. Und das ist zu beobachten in der Weltpolitik, wo wir gerne dieses Splitted Brain, dieses Borderline machen.
das sind die Bösen, und weil die so böse sind, gibt es uns das Recht, mit Gewalt gegen sie vorzugehen. Aber es weisen ja drei Finger bei diesem Zeigen auf uns selber zurück. Hier kämpfte aber nicht jetzt gut die Regierung von Bush gegen böse, die Regierung von Saddam Hussein, sondern hier kämpfte etwas, was man in der Bibel oder von der Bibel her nennt, den Teufel mit dem Belzebub austreiben. Ja? Also Saddam Hussein und sein Regime kann man, wenn Sie wollen, gerne so als teuflisch bezeichnen, aber das heißt noch lange nicht, dass George W. Bush jetzt sozusagen der Weihnachtsmann wäre oder der Stellvertreter Christi, sondern sozusagen Baal ist ein anderes Wort eben für in der Bibel für Teufel oder für Dämon. Das heißt, hier haben sozusagen zwei Mächte, die eigentlich destruktiv sind, zwei Mächte, die sozusagen durchaus klinische Symptome von Wahnsinn aufweisen, gegeneinander gekämpft, also nicht gut gegen Böse, sondern wenn man so will, Böse gegen Böse. Wenn Sie versuchen, mal in solchen Kategorien zu denken, dann wird Weltpolitik ein bisschen anders da. Also nicht so flach eben, borderline-mäßig, gut gegen Böse, sondern Sie merken oft, dass da ein Gemisch von Machtinteressen, ein Gemisch auch von Wahnideen gegen ein anderes Gemisch von Wahnideen und Machtkomplexen ankämpft. Und wenn Sie das ein bisschen kapiert haben, dann werden Sie sich vielleicht auch ein bisschen zurückhalten mit dem automatischen Sagen, ach, das ist aber die richtige Seite gegen sozusagen die böse Seite. Das Problem, was ich vorhin angesprochen habe, dass es die Menschheit eigentlich noch gar nicht gibt. Es gibt menschheitlich gewordene Menschen. Ich nenne jetzt ein paar bekannte Beispiele. Es gibt auch ungeheuer viele Unbekannte, die wir nicht kennen, wo ich, wenn ich die Namen sagen würde, würde es ihnen gar nichts bedeuten. Menschheitlich gewordene Menschen, wie zum Beispiel UNO-Generalsekretär Kommerschelt, Albert Einstein, Albert Schweitzer, Eleanor Roosevelt, Bertha von Suttner, die dafür gesorgt hat, dass in Haag die ersten Friedenskonferenzen zusammenkommen. Ja? Eine der frühen Mitgliederinnen des Club of Rome, Elisabeth Mann-Borghese, die 1980 den Weltmeeresbericht an den Club of Rome verfasst hat. Also man kann sagen, es gibt eine ganze Menge von Menschen, die sich sozusagen in ihrem Reifeprozess, in ihrem psychischen, dahin entwickelt haben, dass man sagen kann, ja, das sind menschheitlich gewordene Menschen. Aber wir haben noch viel mehr Menschen, die auf anderen Entwicklungsstufen stehen geblieben sind. Deutschland first, Frankreich, USA, Russland oder im religiösen Bereich haben sie dieses Splitted-Phänomen ebenfalls zwischen nicht nur Christen, Juden, Moslems, sondern auch innerhalb, ja, also Protestanten gegen Katholiken, Katholiken gegen Anglikaner, Calvinisten. Bis vor kurzer Zeit haben sich in Irland noch waffentechnisch Katholiken und Protestanten gegenseitig beschossen. Das ist also gar nicht so weit weg. Und Sie sehen also diese Aufsplittung, sorgt dafür, dass man sagen kann, wir haben etwa so eine 80-20-Konstellation. Manchen von Ihnen, wie sicherlich den Mitgliedern des Club of Rome, kommt 2080 bekannt vor aus den 70er Jahren, denn da sagte man, 20% des globalen Nordens, also Europäer, US-Amerikaner, verbrauchen 80% der Ressourcen des Planeten. Also da kommt vielleicht einigen von Ihnen dieses 2080-Konstellation bekannt vor. Aber es gibt diese Konstellation 2080 eben auch im Bereich sozusagen der historischen Psychologie, der tiefen Psychologie, indem man sagen kann, mit gut Glück 20% unserer Spezies könnte man durchaus als Menschheit oder menschheitlich orientiert bezeichnen. Ja? Aber 80%, das sind solche Leute noch, wie zum Beispiel in Amerika, die bewaffnet herumlaufen, sich als Christen bezeichnen und Ärzte niederschießen und Krankenschwestern, weil die Abtreibungen vorgenommen haben. Ja? Also wir haben sozusagen jede Menge Übermaß und dann, man braucht nicht Nationalisten, Fanatiker zu nehmen, auch wir haben eine ungeheure große Menge von Konsumenten. Das ist ein Phänomen, wo man sagt, das sind oder sagen kann, Erich Fromm zum Beispiel, großer Humanist und Sozialpsychologe, hat in seinen Büchern immer wieder darauf hingewiesen. Wir haben hier eines dieser Bücher, Sie sehen das, na, für was hat man es? Sie sehen es hier angedeutet, Wege aus einer kranken Gesellschaft. Alleine der Titel sagt ja schon, dass Erich Fromm davon ausgeht, durch seine langjährige Beobachtung, auch als durchaus Feldforscher,
im Bereich der Psychologie, dass wir in einer kranken Gesellschaft leben. Und hier zeigt er eben in diesem Buch Wege, Möglichkeiten, uns aus dieser kranken Gesellschaft sozusagen herauszuentwickeln auf. Ein anderer großer oder bekannter Psychologe, nämlich der Arno Grün, hat es ein bisschen anders in seinem Buchtitel formuliert, nämlich der Wahnsinn der Normalität. Normalität steckt ja auch das Wort Norm drin. Sie sehen also durchaus in dem Bereich der Psychologen, nicht vielleicht in den Alltagspsychologen, aber Psychologen der Kategorie von Erich Fromm, von Arno Grün, Verena Kast, Pünktchen, Pünktchen, da ist man sich sozusagen durchaus darüber bewusst, dass es sozialpsychologische Erkrankungen geben kann. Also dass sozusagen nicht nur der einzelne Mensch krank werden kann oder wahnsinnig werden kann. Und manche werden wahnsinnig angesichts dieser Weltgesellschaft, dieser Welt GmbH, sollte man nicht vergessen, sondern dass eben auch kollektive Bereiche wahnsinnig werden können. Denken Sie an die Geschichte mit dem Nationalsozialismus in unserem Land. Da müsste ich eigentlich nicht mehr erklären, wenn Sie sich da die alten Filme anschauen, diese Begeisterung und wollt ihr den totalen Krieg? Da erleben Sie, was Gruppenwahnsinn ist, ja, sozusagen. Das ist sozusagen, wie wenn ganz Deutschland zum Tollhaus geworden wäre. Wir haben also durchaus in dem Bereich der Tiefenpsychologie ebenfalls eine Spaltung in einer 20-80-Gesellschaft. Nämlich 80%, wenn es harmlos kommt, Konsumenten, die nur ein Interesse haben, nämlich gut leben, konsumieren, das nächste teure Auto. Was, der Nachbar hat auch einen Swimmingpool jetzt in seinem Garten, jetzt wollen wir aber auch einen. Oder Egon, meine Freundin so und so, hat einen neuen Pelzmantel. Na, sie kommen, so ein unterschwelliger Appeal, streng dich ein bisschen an, ich hätte auch gerne einen Pelzmantel. Oder sozusagen jedes Wochenende mindestens die große Grillparty, natürlich mit Steak und Co. Wir tun das so gedankenlos, so bewusstlos, dass es uns gar nicht mehr auffällt, an was für einen Turm wir eigentlich bauen. Wenn man sich das ein bisschen anschaut, wir sind ja in der Situation, um diese Zunahme, Grenzen des Wachstums zu zeigen. Wir sind ja seit 50 Jahren dabei, wirklich trotz allen Warnungen, wie viele professorale Kapazität wir auch haben, die sagen, hey Leute, wir sind fleißig dabei, weiterzubauen und hey, guck mal, die Heinis von Club of Rome sagen, es wird zu Ende, Gefahr und so, aber hey, wir können noch eins draufsetzen, es ist nichts passiert. Was wollen die denn? Und es klappt sogar mit noch einen draufzusetzen. Und noch einen. Und noch einen. Ups. Ah, Sie haben schon gemerkt, haben Sie die Biegung gerade eben gesehen? Okay, ich will es jetzt nicht machen, sonst muss ich nachher die Gläser dem Haus bezahlen. Aber gehen Sie davon aus, noch eine einzige mehr und das Zeugs kracht mir um. Das heißt, wir können natürlich Grenzen des Wachstums, wir können eine ganze Zeit lang so weitermachen mit unserem Overconsumption, mit unserem Überkonsum. Aber irgendwann kracht der Turm zusammen. Ob das jetzt in 10 Jahren ist, in 15 oder in 20 oder 25 Jahren, das spielt nicht so die große Rolle. Nur sozusagen die Entwicklung, wie sie läuft, läuft darauf zu, sozusagen, dass wir einen solchen Clash, einen solchen Zusammenbruch erleben werden. Und die Dinge, warum der Club of Rome eben auch so wenig wirklich gehört wurde, das kann man auch an einem einfachen Beispiel, was ich jetzt als Übung kurz mit Ihnen machen will, tun Sie mal, wenn Sie Stift oder sowas in der Hand haben, das mal kurz frei machen, machen Sie mal Ihre Hände frei. Ja, so, Sie sehen Ihre Hände, so Hände runternehmen. Okay, wir machen jetzt eine Verabredung, so ähnlich wie wir ja Verabredungen haben, Klimakonferenz Paris und so. Wir machen jetzt folgende Verabredung. Ich zähle bis auf 3. Und wenn ich 3 sage, dann klatschen wir gemeinsam in die Hände. Relativ einfache Verabredung, okay? Seien Sie bereit? Sind Sie? Okay, also 1, 2, ja. Bang. Sie haben die Verabredung von Paris gerade eben gebrochen, ja? Ich war noch nicht bei 3, wir hatten ein Agreement, ja, wir hatten eine Vereinbarung, dass wir bei 3 klatschen werden. Aber sehen Sie, ich habe bei 2 schon geklatscht und etwa gut die Hälfte, ein paar mehr vom Publikum hat bei 2 mitgeklatscht. Was bedeutet das psychologisch? Es bedeutet, dass wir zwar verbal Vereinbarungen treffen können, dass wir verbal Aussagen machen. Ich zitiere jetzt 3 Studien, die
Anfang des Jahres publiziert worden in Deutschland, so psychologische Befragungen. Da wurde Menschen befragt, wie wichtig ist ihnen Umweltschutz? Naja, heutzutage vor laufender Kamera sagt keiner mehr, lass mich mal zum Supermarkt gehen, ich will meinen Steaks kaufen. 75-80% sagten, wichtig, ja, ist uns wirklich wichtig. So, dann waren aber meine Kollegen von den Medien mal ein bisschen cleverer und haben nachgefragt, oh prima, sind Sie bereit sozusagen auf Fleischkonsum zu verzichten? Die Begeisterung war weg. Sind Sie bereit, auf Ihren Urlaub an den Stränden der Türkei zu verzichten? Oder sind Sie bereit, auf Ihren Shoppingausflug nach Mailand oder nach London übers Wochenende zu verzichten? Und wie interessant? Nee. Das heißt also, obwohl dieselben Leute, die gesagt haben, Umweltschutz ist wichtig, wenn es dann darum konkret geht, was trage ich bei zum Umweltschutz, dann war es Feierabend. Und das ist genau dieses Phänomen. Wir verabreden etwas, ob das jetzt die Konferenz von Paris ist oder wir verabreden, Mensch, wir gehen besser mit unserer Umwelt rum. Aber was wir verabreden, ist viel weniger wichtig, wie das, was wir dann tatsächlich tun. Und in dem Moment sozusagen, wo etwas getan wird, wir haben eine gigantische Werbeindustrie. Ja, das ist dieses Bier hier drüben, sehen Sie das, mit dem, die Werbelawine. Da werde ich jetzt nicht näher drauf eingehen, aber das ist ein langjähriger, bekannter Werbefachmann, der in diesem Buch, nachdem er aus der Werbebranche ausgestiegen ist, beschrieben hat, wie die Werbeindustrie psychologische Mittel anwendet, NLP, neurolinguistisches Programmieren, um uns zu Konsumenten zu machen, ja, um uns für dumm zu verkaufen, aber gleichzeitig uns zu verkaufen, hey Leute, ihr seid absolut souveräne Bürger, ihr seid echt klasse und so weiter, ihr habt alles im Griff und so. Das ist sozusagen so die Doppelbotschaft, das wird mitverkauft, dass wir Freiheit, Freiheit, wir sind so tolle Individuen und so weiter. Das muss uns als Betäubungsmittel mitverkauft werden, damit wir nicht wahrhaben und sehen wollen, wie wir in Wirklichkeit für dumm verkauft werden und tagtäglich im Bereich Konsum manipuliert werden zu immer mehr. Auch im Bereich der Medien, das ist schon aus Mitte der 80er Jahre, Neil Postman, wir amüsieren uns zu Tode. Ja? Gleichzeitig schaffen wir, damit wir sozusagen die Warnungen des Club of Rome am besten erst gar nicht mitbekommen, schaffen wir uns eine Medienwelt, eine Talkshow-Welt, eine Unterhaltungsindustrie. In dem Wort steckt ja Dust drin, das ist Englisch für Nebel, Industriestaub. Industrie, schaffen wir uns eine Unterhaltungswelt, die gleichzeitig unser Bewusstseinsvermögen reduziert, die gleichzeitig dafür sorgt, dass ein solches Phänomen, was ich am Anfang meines Vortrages erwähnt habe, wie Memozid, kollektiver Gedächtnisverlust, eintritt. Das heißt, wir haben uns in einer äußerst intelligenten, wenn man ein bisschen Sinn für ironische Formulierungen hat, in einer äußerst intelligenten Bewusstseinsspirale nach unten verfangen, wo wir auf der einen Seite uns eine Unterhaltungsindustrie eingerichtet haben, die uns verdummt, wir amüsieren uns zu Tode, und gleichzeitig eine Werbeindustrie haben, die uns ebenfalls verdummt. Und unsere Kapazität, komplex zu denken, komplex wahrzunehmen und dann auch komplex zu handeln, natürlich immer weiter reduziert. Sie sehen das auch, ist ja durchaus auch bekannt, also hier sehen Sie dieses dieses Sterntitelcover, die gedoppte Gesellschaft und so. Es ist nicht so, das ist sozusagen das Irrwitzige und das ist ein Zeichen von kognitiver Dissonanz. Wir thematisieren es, wir sehen es eigentlich, aber es kommt irgendwo nicht bei uns an. Kognitive Dissonanz, Dissonanz heißt Abspaltung. Ja? Wir nehmen das wahr, es ist auf den Titelseiten ab und zu mal von unseren Illustrierten, aber bing, es macht nichts mit uns. Ja? Lustig oder so. Und eine Gesellschaft, die in einer solchen Unterbewusstseinsspirale gefangen ist, ist natürlich extrem schwierig zu gewinnen für, sei es Botschaften von Club of Rome, sei es für Botschaften von Weltbürgertum, Umweltbürgertum. Viele dieser Menschen, von denen ich vorhin sprach, die auf der Ebene des Menschen
einheitlich geworden angekommen sind, haben sich auch selber definiert als Weltbürger oder waren wie Albert Einstein, Eleanor Roosevelt, Gary Davis und viele andere, waren Teil der Weltbürgerbewegung. Das finden auf der Webseite Weltdemokratie auch Sir Peter Ustinov, Lotte Houdin-Menuhin. Also man kann sagen, dass es einen Zusammenhang gibt zwischen wirklich einem planetaren Verantwortungsbewusstsein und einem planetar komplexen Denken können und einer Aktivität, einem Engagement als Umweltbürgerin oder als Weltbürger, Weltbürgerin. Da besteht sozusagen ein kausaler Zusammenhang, aber es ist nur eine kleine Minderheit, weil, wie ich gerade demonstriert habe, wir einfach in einem solchen Bewusstseinsreduzierungssystem drin stecken, wo es viel leichter ist, erstmal einfach weiter zu konsumieren und zu sagen, oh, was, es soll schlechter werden? Schlecht, schlecht, dann machen wir nochmal schnell einen letzten Sommerschlussverkauf. Ja? Oder wir nehmen nochmal eine letzte Hängersmahlzeit ein, aber bitte französisch, 10 Gänge oder so. Ja? Das ist sozusagen, wenn Sie mal so folge Stimme sich in Kneipen oder unter Normalbevölkerung begeben, also nicht unbedingt beim Club of Rome treffen, dann sehen Sie faktisch sozusagen, was abgeht. Ja? Da ist nichts sozusagen mit Fleischreduzierung oder das irgendwie seit 10 oder 20 Jahren hat das Vegetariatum, die vegane, vegetarische Ernährung relativ wenig zugenommen. Wenn man sieht sozusagen, wie sehr man da an einem Problem rankommen könnte mit diesen 12, 13 Kilogramm Getreide für ein Kilogramm Fleisch, da müssten ja eigentlich mindestens schon mal 40-50% mehr Vegetarier da sein, wie diese hier in Deutschland sind, statistisch, ich glaube 6,59 oder sowas, also hat noch nicht mal die 10%-Marke erreicht und so. Und das sind sozusagen Fragen, die sich nicht einfach ökologisch oder ökonomisch beantworten. Da kriegen Sie nur Antworten, wenn Sie die tiefenpsychologisch sich anschauen, diese Fragen. Okay. Das letzte Buch, das Herbert Kruhl, wenn man so will, der erste Grüne im Bundestag verfasst hat, bevor er gestorben ist, heißt Himmelfahrt ins Nichts. Das spielt noch jetzt auf einen weiteren Faktor an, zu dem ich kommen will. Es sind natürlich auch unsere Weltanschauungsbilder, die wir mittragen. Ich habe ja vorhin diese bewaffneten christlichen Milizen in Amerika erwähnt. Damit hängt natürlich zusammen die Erwartung von Harmageddon, sozusagen Weltuntergang, der große Endkampf, Gut gegen Böse. Quasi sozusagen ein Himmelfahrtskommando ins Nichts. Herbert Kruhl hat gerade in seinen letzten Büchern, sein bekanntestes erstes war ja Ein Planet wird geplündert. Und dann hat er sich mit seiner Fraktion, der CDU, überworfen. Und er hat die letzten, ich glaube, etwa 2 Jahre waren es, im Bundestag als fraktionsloser Abgeordneter verbracht. Man könnte sagen, in gewisser Weise war er der erste grün angehauchte Politiker im Bundestag, noch bevor dann später in den 80er Jahren die Grünen gegründet wurden, wo er als Gründungsmitglied auch mit dabei war. Das heißt sozusagen diese Himmelfahrt ins Nichts oder auch dieser propagierte Kampf der Kulturen von Samuel Huntington, ja, erschien sozusagen, das war das Problem der 90er Jahre, den Amerikanern ist plötzlich ihr Feindbild abhanden gekommen. Ja. Die ganze Zeit, ja, böse Sowjetunion, schauen Sie sich mal die Reden noch Mitte der 80er Jahre von Ronald Reagan an, das Reich des Bösen, niederkämpfen und so. Das war ja sozusagen auch hier dann dieser NATO-Doppelbeschluss, Nachrüstung und so weiter. Da dachte man, jetzt geht hier ein apokalyptischer Krieg ab in den 80er Jahren, was ja positiv dazu geführt hat, dass sich dann Friedensbewegung verstärkt hat, die Grünen sozusagen sich konsolidiert haben und den Weg ins Parlament angetreten haben. Aber Sie merken, da ist ganz viel Psychopathologisches auch in unserer Weltpolitik. Und man muss dieses Psychopathologische zunächst mal erkennen wollen. Da haben viele schon eine Blockade. Also, was sagen Sie, Herr Mögle-Stadl? Ich sehe da nichts. Naja, klar, wenn man so lebt, dann kann man nichts sehen. Das heißt, Ernst von Weizsäcker hatte vollkommen recht, nicht nur Politikerschelte, sondern es gibt diese schöne Volksweisheit, Ernst, nämlich jedes Volk bekommt die Regierung, die es verdient. Das heißt, es gibt eine Korrelation, eine Beziehung zwischen denen da oben und der breiten Masse der Bevölkerung. Und wenn die breite Masse der Bevölkerung halt
programmiert wurde und sich selbst programmiert Richtung Konsum, Konsum, Konsum. Und statt sich zu menschheitlichen Menschen zu entwickeln, lieber dabei bleibt, Konsumenten, Konsum, Bindestrich, Enden zu bleiben, dann haben wir ein echtes Problem. Dann können wir auch keine bessere Regierung kriegen wie die Masse der Wählerschaft. Deswegen durchaus neue Aufklärung, Enlightenment. Es ist tatsächlich sozusagen an der Zeit, dass wir auch diese psychologischen Faktoren erkennen, anerkennen und sie auch in gewisser Weise bearbeiten und integrieren durchaus in unser, auch in unser Schulsystem. Also wir brauchen auch eine ganz andere Art des Unterrichtens. Lassen Sie mich kurz dieses Buch zeigen. Es ist eine der ganz wenigen Studien in diesem Bereich. Sie wurde vorgenommen Anfang der 80er Jahre von dem C.G. Jung-Institut in Berlin unter Professor Diekmann und die Co-Professorin Frau Springer. Dieser Titel Weltzerstörung, Umweltzerstörung geht eigentlich schon dahin, was ich ja auch dann in meinem Buch jetzt auf dem neuesten Stand bearbeite, dass diese Weltzerstörung, Selbstzerstörung Bereich zugrunde liegt vieler unserer Handlungen eben der Welt oder der Umweltzerstörung liegt eine Selbststörung oder Zerstörung zugrunde. Schauen wir uns das kurz an, ein bisschen größer. Bei den meisten dieser Titelcover sind weitere Informationen hinterlegt. Sie können also irgendwann mal später in 2-3 Tagen sich das in Ruhe nochmal anschauen. Das Interessante ist, Professor Diekmann spricht da auf Seite 72 in dem Buch auch davon, wie er selber, wie schwer er sich tat, den Schatten erwähnt, übrigens auch den Klapp auf Rom damals. Auf Seite 73 ist der Klapp auf Rom hier präsent. Er sagt, wie schwer wir uns tun, den Schatten unserer eigenen Kultur, den Schatten unserer eigenen Welt GmbH, Gesellschaft mit beschränkter Haftung, unserer eigenen Welt GmbH wahrzunehmen, anzunehmen und zu bearbeiten. Und er hat es an seiner eigenen Erfahrung im Dritten Reich hier deutlich gemacht, wo er auf die Spuren gegangen ist, zum Beispiel von den KZs in Deutschland, wo die Mehrheit gesagt hat, wir wissen gar nicht sozusagen, was da passiert ist und so. Dann hat er aus Zeitungsarchiven und ganz vielen Sachen zusammengetragen. Doch, ich wusste es, Erinnerungsarbeit, meine Familie befragt und so. Hey, Jungs, gebt's zu, ihr wusstet es eigentlich auch. Also wir sagen, oh, wir wissen gar nicht heute Umweltzerstörung, was wir anrichten. Kann doch gar nicht so schlimm sein. Es ist genau im Prinzip dasselbe wie damals, diese Abspaltung, diese Ableugnung. Was waren da tatsächlich KZs? Deutschland, Polen, habe ich gar nicht mitgekriegt. Stimmt nicht, Lüge. Kann man zurückgehen, wieder sozusagen auf das vorherige Bild. Und solange solche Abspaltungsprozesse, solche Verneinungsprozesse anhalten, werden wir mit der Bewältigung der globalen Krise technokratisch mit, wir drehen an der Schraube ein bisschen was, führen da ein paar neue Technologien ein, werden wir am Ende nicht weiterkommen. Denn genauso wie ja auch einmal die Atomtechnologie angeblich wapp, die Lösung war, und man dann nach ein paar Jahren gemerkt hat, obwohl es auch da schon früher Warner gab, Himmel, man tut sich ja eigentlich die Probleme nur verschieben. Ja? Man produziert immer mehr radioaktiven Abfall, wo man nicht weiß, wohin. Also sollen die mal in 1000 Jahren sich damit rumschlagen, total verquere Denke. Das heißt, viele dieser neuen auch Ideen von Geoengineering, ja, die sind total unausgereift, weil man garantiert sagen kann, wenn sie versucht werden, zur Anwendung zu bringen, werden sie wahrscheinlich wiederum Schattenseiten und negative Folgen produzieren. Was entscheidend ist, was dieses Team, es waren immerhin am Anfang 25 Mitarbeiter von diesem C.G. Jung-Institut in Berlin für Tiefenpsychologie, am Ende von einem Prozess von 8 Jahren, wo sie die globale Krise unter psychoanalytischem Gesichtspunkt angeschaut haben, ja, sind übrig geblieben 15, also fast die Hälfte, hat gesagt, Mensch, ich kann nicht mehr, ich steige aus der Forschungsgruppe. Und so. Das Spannende ist, dass Sie als alle gelernte Psychologen, Soziologen gesagt haben, diese Arbeit an der globalen Krise hat uns erstmal alle in der Depression befördert. Und das ist auch das, was Erich Fromm sagt,
Eigentlich ist es sogar ein gutes Kennzeichen, wenn man mal eine depressive Phase durchmacht. Sie müssen jetzt nicht sagen, oh Gott, das gucke ich mir gar nicht an. Ich könnte ja irgendwie Lebensfreude, Konsumlust weg und so. Nein, es gehört vielleicht zur Reifung als Mensch dazu, so wie Sie es heute in dem Seminar hier tun, sich genau mit solchen Themen zu befassen. Und es ist nichts Pathologisches, sondern etwas Logisches, wenn man dadurch auch durch eine depressive Krise oder Phase hindurch muss. Man muss eher, mit Erich Fromm und Arno Grün, der Wahnsinn der Normalität gesprochen, man muss eher sich Sorgen machen über diejenigen, die sagen, läuft doch alles wunderbar, Depression, ich doch nicht, weiter so. Das sind in Wahrheit die Schwerkranken. Durch ihre Abspaltung merken sie es bloß nicht. Und unter diesem Gesichtspunkt, dass wir an quasi unsere Wunden, an dem, was wir tabuisieren, an dem, was wir an Innenweltverschmutzung, an Innenweltzerstörung, das Wort wurde ja vorhin in der Frage aufgeworfen, an Innenweltzerstörung, Selbstzerstörung haben, in dem Moment, wo wir uns dem widmen, ist das Witzige, wenn wir da hindurchgehen, das berichten Teilnehmer, die das gemacht haben, Psychologen, die Menschen betreuen, die sich zum Beispiel in Regierungsorganisationen, in NGOs mit solchen Thematiken befassen und dann so quasi als Berufskrankheit plötzlich eine Depression entwickeln. Da gibt es inzwischen Erfahrungswerte. Wenn man allerdings sozusagen vielleicht auch begleitet durch so etwas hindurchgeht, dann kann man dadurch eine Zunahme an Reife, an tiefen Bewusstsein, an tiefen Schärfe erleben. Es ist ja auch durchaus so, dass in dem Buch 2052, weswegen ich das auch so mit genial finde, dass Professor Randers hier auch ganz ehrlich schreibt, auf der Seite 22, war ich besorgt, es könnte demotivierend wirken, würden wir zugeben, dass die Reaktionen der Menschheit, in Anführungszeichen, der Situation nicht angemessen war. Deshalb machte ich mir meine Sorgen hinter verschlossenen Türen. Gleichzeitig musste ich mit ansehen, wie die Treibhausgase ständig anstiegen, die weltweite multilaterale Umweltpolitik immer schlechter funktionierte. Eines Tages erwähnte ich gegenüber einer Freundin, einer Psychologin, dass ich körperlichen Schmerz verspüre beim Anblick von Forstmaschinen. Was sich Professor Randers zugemutet hat, das dürfen auch wir uns alle zumuten. Es ist ein unerfreuliches Thema, aber wenn wir dieses Thema wirklich begreifen als eine Art, was ich am Anfang sagte, Koan, als eine harte Nuss zu knacken, selbst wenn wir am Ende vielleicht in dieser 2080-Konstellation, weil demokratisch werden wir die globale Krise nicht lösen können, ja? Demokratisch heißt die Abstimmung immer noch Fleisch, Auto, nein, keine Geschwindigkeitsbegrenzung auf deutschen Autobahnen etc. pp. Die Abstimmung sozusagen, die läuft ja schon. Wir brauchen ja gar keine Volksbefragung zu machen. Wir haben tagtäglich auf deutschen Autobahnen, in deutschen Supermärkten, auf deutschen Grillstation, haben wir die Abstimmung. Und die lautet 80-20. Und diese 20% besorgt, doch, es gibt Studien dafür, runzeln Sie nicht das Ding, es ist tatsächlich leider nicht viel mehr wie etwa 20%, ich muss Sie enttäuschen, keine Illusionen. Und das Problem ist, dass diese 20% an wirklich humanistisch Gesinnten, ökologisch gesinnt und jetzt nicht nur Gesinnten, sondern die ihr Leben auch ökologisch umgestaltet haben, rein auf der demokratischen Ebene gegen die anderen nicht durchkommen. Sodass sich sozusagen durchaus die Frage stellt, mit welchen Mitteln, Methoden oder werden wir einfach sozusagen bis zum Umbruch gehen müssen und werden dann halt erleben müssen, dass wir in Notsituationen zunächst mal leider technokratische Notstandsregierungen bekommen. Ich meine, ich habe in der Süddeutschen Zeitung am 24. August 1996 in einem Interview vorausgesagt, dass wir von diesem Finanzkapitalismus, also diese großen Banken und ihre Spielereien, dass wir im Jahr 2008 einen Zusammenbruch erleben werden. Naja, ist immerhin 12 Jahre früher, wie es passiert ist und so. Man kann solche Sachen wirklich auch prognostizieren. Und bingo, hier hatte ich auch einen Treffer gelandet. Das ist vielleicht ein bisschen wie Schiffe versenken oder so. Aber ich bin bereit, heute hier eine neue Voraussage zu machen, nämlich, dass wir spätestens das Jahr 2033 den Einsatz der
der Bundeswehr in Deutschland erleben werden, und zwar zur Aufrechterhaltung der inneren Sicherheit und Ruhe und Ordnung. Das heißt, das, was Professor Randers angesprochen hat mit den Social Revolutionen, das wird natürlich nicht ohne Folgen bleiben. Das Wort hört sich nett an und so. Vielleicht können wir jetzt wieder zurückgehen zu dem ursprünglichen Gedanken. Aber die Konsequenzen werden unter anderem sein, dass wir auch hier in Deutschland solche Situationen haben werden können, die es dann sozusagen erforderlich machen, dass plötzlich, Überraschung, Überraschung, die Bundeswehr hier in Deutschland zur Gewährleistung der Ordnung und Sicherheit eingesetzt werden muss. Schreiben Sie es in Ihr Tagebuch, schauen Sie nach, 2033, ob ich mich geirrt habe oder ob Sie sagen, ha, er hat sich geirrt, es war schon 2 Jahre früher passiert und so. Also legen Sie mich nicht ganz genau fest, aber man kann wirklich sehen, wohin die Entwicklung geht, ja, wenn man sich eben nicht bewusst blind macht, taub macht und so. Und ich denke, solche Seminare, wie wir sie glücklicherweise hier an dem Wochenende haben können, können ein Stück weit dazu beitragen, dass ein bestimmter Prozentsatz von uns sich dafür sensibilisiert, wacher macht und vielleicht auch dadurch sozusagen die Sache ein Stück weit in die Gesellschaft hineinwachsen kann. Und die richtigen Fragen werden sozusagen sein, nicht wie können wir diese Gesamtkonsumgesellschaft, diese Welt GmbH als Ganzes retten, sondern wie bereiten wir uns auf die Umbrüche, auf die Zusammenbrüche, die kommen werden, vor, und zwar optimalerweise so, dass ein genügend großer Teil der Menschheit in zivilisatorischen Strukturen durch dieses Nadelöhr hindurchgehen kann. So, ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.